Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Am nächsten Morgen ist das Wetter eher bescheiden und schlechter als erwartet. Abheben um 0900 können wir vergessen. Das Zentralmassiv mit seinem Durchmesser von rund 350 Kilometern, also circa Hamburg-Frankfurt, ist ein ganz ordentlicher Brocken und steht uns heute Morgen auf dem Weg zum Atlantik ziemlich im Wege. Die Berge sind heute Morgen vollständig zugezogen, die Gipfel ragen in die Wolken hinein, außerdem ist die gesamte Region zugepflastert mit Beschränkungsgebieten, weshalb wir auch nicht einfach darüber hinwegfliegen können. Wir müssen also irgendwie am nördlichen Rand einen Weg finden. Und das ist meine Planung. Wir fliegen nicht direkt nach La Rochelle, weil auf der Strecke noch mehrfach Regen zu erwarten ist und ich meine Außenkameras deshalb nicht unter die Flächen hängen will. Die Cams können das zwar ab, aber die Zusatzakkus würden Wassereinbruch wohl nicht überleben. Also fliegen wir zunächst in die atlantische Sonne von Rochefort. Dazu habe ich mir drei Optionen herausgesucht. Wir starten nach Norden, drehen dann nach Westen ab und verlassen die Kontrollzone über den Meldepunkt Whisky. Variante 1 lautet: Wir folgen dieser kleinen Straße hier durch die Täler. Vielleicht lässt sich das schon fliegen. Wenn das nicht geht, versuchen wir es mit der Autobahn A89. Sollte auch das nicht funktionieren, müssen wir eben den Weg außen herum nehmen. Hier ist das Wetter bereits ab 11 Uhr VFR-konform gemeldet. Man sieht, wie sehr das Zentralmassiv von Restricted Areas durchzogen ist. Wir werden also nicht nur wegen des Wetters, sondern auch wegen der manchmal unübersichtlichen Lufträume mit FIS fliegen. Die Gegend ist nicht gerade sehr abwechslungsreich, aber an genau dieser Stelle hier werden wir eine kurze Gedenkminute mit einem Volkreis einlegen. In dem Dörfchen Oradour-sur-Glan wurde 1944 von Deutschen das brutalste Massaker Westeuropas angerichtet. Dazu später mehr. In Rochefort hoffen wir auf den vorherrschenden Westwind und einen langen Endanflug auf die Piste 3.0, bevor wir eine Stunde später auf dieser Route nach La Rochelle fliegen. Atlantic Tower, good morning. This is Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Atlantic, good day. Good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Type of aircraft is CT, Charlie Tango, two people. On park position at the fuel station, VFR to Charente, Rochefort, Lima Foxtrot, Delta November, and please leaving via Whiskey and request taxi. Delta Mike Zulu, Roger, Quark 1267, taxi holding point Alpha 435, and report ready on Alpha. Delta Mike Echo Mike Zulu, Quark 1267, and will taxi to taxi holding point Alpha, runway 35. Delta Mike Echo Mike Zulu position runway holding point Alpha runway 35 ready for departure. Mike Zulu tower from Alpha line up on takeoff runway 35 010 degrees 10 knots and report leaving on Whiskey. Delta Mike Zulu lining up runway 35. Was nun folgt, ist wettertechnisch eine ziemlich spannende Angelegenheit, denn man weiß letztlich nicht genau, wo einen das Wetter fliegen lässt und wo nicht. Das Wichtigste in solchen Situationen ist, dass man irgendwo einen Notausgang hat. Wir haben den heute im Rhonetal, unsere Flugplanungsoption Nummer 3. Mike Zulu, you're now leaving my CTR in the west. You can leave my frequencies, Quark 7000, and flight information service available with Clermont approach on 120.5.
Delta Mike, Echo Mike, Zulu, Roger, will contact 120.5. Bye bye, see you on Saturday. You. Clermont Info, good morning and bonjour. Delta Mike, Echo Mike, Zulu. Delta Mike, Echo Mike, Zulu, bonjour. Bonjour, Delta Mike, Echo Mike, Zulu. Type of aircraft is CT, Charlie Tango, two people. VFR from Lima, Foxtrot, Mike, Hotel Saint-Etienne, Hotel Mike. To Lima, Fox, Delta, November. Just departed at Saint-Etienne, altitude 2,200 for flight information, please. Mike, Echo Mike, Zulu, score 4567. Delta Mike Zulu, Squawk 4567. Da ist nämlich auch eine Straße, siehst du das? Ja, hier ist eine Straße. Felix, das probieren wir mal. Wenn das nicht geht, dann. Ne, aber das sieht so schlecht nicht aus. Ja, hier ist eine Straße. Ja. Und du kennst das hier ja noch? Glaube ja. Ich, ne? Ja, ja. Hier kann man prima erkennen, wie hoch man muss, als, ja, um da durchzukommen. Guck, ja, das, jetzt sieht man, dass es noch so noch nicht reicht. Ja? Dann wollen wir mal hoffen. Dass die Straße total frei ist. Sowas hatte ich auf Korsika mal, das war auch spannend. Entscheidend ist jetzt, die Straße macht da ja einen Linksbogen, was ist dahinter? Na, da hinten ist es sehr hell, notfalls müssen wir halt dahin. Und hier sieht man auch, wo der Ausgang ist. Ne? Das sieht ja ganz gut aus. Da kann man schon die Landschaft hinter dem Berg sehen. Das funktioniert. Delta Mike Echo Mike Zulu, conditions are okay, visibility 10 miles and ceiling on 3500. Das war bemerkenswert. Hier erkundigt sich der Controller nach meinen Wetterbedingungen. Daraus spricht eine gewisse Besorgnis, die ich so von französischen Lotsen im Gegensatz zu deutschen oder auch italienischen eher nicht gewohnt bin. Mit einer Ausnahme. Das war 2018 auf dem Flug von Le Castellet Südfrankreich nach Propriano, Korsika. Damals haben sich die Lotsen auch sehr um uns gekümmert, haben Vorschläge für die Benutzung von Lufträumen gemacht oder uns gebeten, bitte jeden Reporting Point mit Höhe und Heading für den nächsten Point zu melden. Damals schien es, als wären die Controller genauso stark wie wir daran interessiert, dass wir keine nassen Füße bekommen. Das hier gerade war genau dasselbe. Der nette Controller weiß genau, dass die Bedingungen nicht so wirklich gut sind und fragt nach. Großartig. Ein dickes Lob an dieser Stelle von mir an den unbekannten Streckenlotsen. Genau so stelle ich mir Fluginformationsservice vor. Ja, avec bon le soin, alors, facile à Echo. Ja, genau. Man sieht direkt, dass das so eine ganz kleine Zelle ist. Da regnet es, da nicht. Ich finde das immer so cool. Als Fußgänger sieht man das gar nicht, aber aus der Luft sieht man genau, wo es anfängt und wo es aufhört. Also da vor allen Dingen da nicht durchfliegen. Da kannst du durchfliegen. Kannst du durch den Regen. Das Entscheidende ist nicht der Regen, sondern das Entscheidende ist, kannst du da durchgucken. Kannst du durchgucken. Delta, Mike Echo, Mike Zulu, just a question. We are straight ahead to Limoges, TMA Sector 11. Could we stay on your frequency and crossing in 3500? Otherwise I would descend to 1000. Mike Zulu, you can stay on my frequency for the moment. And I call you back, Romeo 68, Romeo 49 are active 15 minutes ahead. Delta Mike Zulu, Roger, thank you. Wäre blöd, wenn es jetzt ausgerechnet hier regnet. Ich würde da ja ungefähr ungern komplett reinfliegen. Das ist genau in dem Regen. Sieht fast so aus. Ah. Wir werden jetzt kommen wir nicht rein. Wir werden jetzt rechts drehen, da kann man ja gucken, da kann man ja reingucken. Da hinten. Machen wir das Fenster zu.
solange man hier gucken kann. Aber das ist da wirklich genau an der Stelle. Ist genau drin. Ja. Da ist es. Warum ist das Dörfchen Oradour-sur-Glane nun so interessant? Und warum ist eine Gedenkminute angebracht? Wer sich für die jüngere deutsche Geschichte interessiert, dem dürfte der Ortsname etwas sagen. Denn am 10. Juni 1944 überfiel die 2. Panzerdivision das Reich dieses Dorf. Oradour-sur-Glane wurde komplett zerstört und fast alle Einwohner ermordet. Die Männer wurden sofort erschossen, Frauen und Kinder trieb man in die Kirche und zündete sie an. 642 Menschen, davon 240 Frauen und 213 Kinder, fanden den Tod. Das Dorf wurde nie wieder aufgebaut, es ist heute ein Museum. Die Einwohner bauten sich ein neues Oradour, das alte wurde exakt so belassen, wie es die Deutschen 1944 verlassen hatten. Die drei Autos auf den Straßen wurden, genau wie die verbliebenen Häuser und Wohnungen mitsamt ihrem Inventar, den Naturkräften überlassen. Absolut schaurig, dieser Ort, und viele Fragen blieben auch über das Kriegsende hinaus erhalten. Denn in schier unfassbarem Widerspruch zu diesem bestialischen Verbrechen lebte der Kommandeur dieser Truppe nach dem Krieg unbehelligt in Deutschland weiter. Alle Auslieferungsbegehren Frankreichs wurden abgelehnt, der Verbrecher wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Rochefort Airfield, hallo, bonjour, Delta Mike Echo Mike Zulu. Zulu, Rochefort Information, good day. Good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Type of aircraft is City, Charlie Tango, two people. VFR from Saint-Etienne, Lima Foxtrot Mike Hotel. Current position is 9 minutes east of your airfield and 1500 for landing, please. Mike Zulu, Rochefort, Roger, runway 30 in use, surface wind 250 degrees, 12 knots, 1024 QNH. And what are your intentions? Delta Mike Zulu, QNH is 1024, runway 30 in use. And intention is to stay for half an hour or 1 hour and then go to La Rochelle. Roger and report airfield insight. Delta Mike Zulu, next report, field insight. This is a jet. Delta Mike Echo Mike Zulu, your field is inside and we are established on runway 30 final. Zulu, Rochefort, Roger and report short final. Delta Mike Zulu, next report short final 30. Mike Zulu, last surface wind 240 degrees, 12 knots, sorry, and report runway vacated. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report runway vacated. Ich glaube, ich habe vergessen, den Short Final zu melden, ne? Kann das sein? Qui 216 bien reçu, rappelé en finale et en vue. En finale et en vue, dites qui 216. Delta Max Zulu, runway vacated. Do you have any parking position? Max Zulu, parking next to the tower, if you want. Yes, I will do.
2,5 Stunden hat dieser Flug nun unterm Strich gedauert. Aber nun sind wir am Ziel. Die französische Atlantikküste liegt uns nun zu Füßen. Wir machen ein Stündchen Pause, plaudern mit den beiden netten Menschen auf dem Turm und dann fliegen wir in mehreren Schleifen und Bögen nach La Rochelle.